Herzlich willkommen zu meinem vierten Video aus meiner Reihe zu Share X13.0. Und heute geht es ja darum, um Wasserzeichen in Screenshots einzufügen. Also Wasserzeichen, du weißt, das sind so Schriftzeichen oder bestimmte Logos, die dann erscheinen, um klarzumachen, dass dieses Foto dann zum Beispiel eben dann von dir stammt. Ja, und wie geht das jetzt? Als wichtige Voreinstellung einmal natürlich Share X herunterladen, starten und so weiter. Das habe ich in anderen Videos schon gezeigt. Jetzt geht es einmal nur um die Wasserzeichen. Und da gehe ich einmal als erstes da hier auf Aufgaben nach der Aufnahme. Da waren wir ja schon öfter. Ich möchte jetzt einmal nicht, dass sich das Bild, das ich gemacht habe, also mein Screenshot im Editor öffnet, sondern ich möchte hier Bildeffekte, Wasserzeichen hinzufügen, nachdem ich eben dann meine Aufnahme gemacht habe. Und wie diese Sache dann ausschaut, das kann man sich dann so vorstellen, wenn ich auf Aufgabeneinstellungen, da gehe ich ja, Aufgabeneinstellungen mir wähle, gehe ich auf Effekte. Und habe hier dann Bildeffekte Konfiguration, klicke drauf und habe hier die Möglichkeit, mir dann etwas festzulegen. Ich schreibe mal hier hin Wasserzeichen, legen wir also mal ein Preset an, dass man weiß, worum es geht. Und zu jedem Preset gehören eben mehrere Effekte oder können mehrere Effekte gehören. Ich klicke mal hier drauf, Zeichnungen, Text, Watermark, also Text, Wasserzeichen. Wenn ich hier dann hergehe, kann ich diesen Text hier überschreiben. Da schreibe ich dann hin zum Beispiel Markus Opitz. Kann dann festlegen, wo dieses Wasserzeichen dann sein soll. Momentan ist es hier rechts unten. Ich klicke dann mal hier hinein. Kann das hier dann feststellen. Gebe das hier zum Beispiel einmal dann hier in die Mitte. Schauen wir mal, ob das so geschickt ist. Da sehe ich, dass das A groß geschrieben ist. Das heißt, wir sehen schon, ich kann das hier auch noch bearbeiten, den Text, den ich dann habe. Ich kann natürlich dann auch die Schriftart und die Textgröße dann verändern. Ich klicke hier drauf, Areal belasse ich jetzt einmal und gebe jetzt hier zum Beispiel mal 48 her. Ist ja jetzt für unseren Fall wurscht. Das wäre hier dann recht fett und recht fett prominent dann hier. Ob das so sinnvoll ist, das mag vielleicht dann die Frage sein. Die könnt ihr auch Grafiken oder was auch immer hinzufügen. Ja, das wäre eigentlich schon das, die Geschichte mit dem Wasserzeichen. Ich habe schon das festgelegt, wo es ist und so weiter. Klicke jetzt hier mal auf Schließen. Dann wird das hier hoffentlich gespeichert worden sein. Klicke jetzt hier drauf. Dann, wie jedes Mal, schaue ich nochmal nach bei der Hotkey-Einstellung, welche Tastenkombination ich mir gewählt habe für meinen Bildschirmaufnahme. Gesamter Bildschirm habe ich hier als Pause festgelegt, zum Beispiel Bereich Aufnehmen. Du kannst dich erinnern, ich klicke hier rein. Lege mir eine Tastaturkombination fest. Das musst du natürlich dann nicht jedes Mal machen, aber das wird dann gespeichert, also mit Shift Pause. Ich klicke jetzt also dann Shift Pause, um den Screenshot zu machen. Ich kriege jetzt hier den Auswahlbereich herein. Ich gehe jetzt hier mal her. Ich habe das jetzt hier gemacht. Und hier bin ich jetzt erinnern, so groß würde das jetzt hier ausschauen. Und wenn ich damit zufrieden bin, klicke ich auf Schließen und frage mich dann, wohin er speichern soll. Ich belasse das jetzt einmal. Es wird dann hier gespeichert. Wenn ich dann hierher gehe auf Screenshot-Ordner, kann ich dann wieder hier mit meiner Grafik aussuchen, mache einen Doppelklick drauf und habe dann dementsprechend hier dann das Wasserzeichen. Ja, du siehst, es geht sehr rasch und wir werden uns dann sicherlich gleich auch dann beim nächsten Video sehen, wenn es darum geht, wie ich ein Video aufzeichnen kann und das animierte GIF in einer einzigen Datei speichern kann. Also bis gleich.